Ja, hallo, Kurzhüse hier, heute wieder mit einem technischen Ding der Woche. Ich habe eine App gefunden namens Touch Me, die wirklich, wirklich praktisch und sehr einfach die Fingersteuerung bereichert. Und zwar fragt man sich immer wieder, wozu gibt es denn 10 Fingererkennung, wenn eigentlich immer nur zwei Finger verwendet werden für Pinch to Zoom oder für Drehbewegungen. Und Touch Me erlaubt es jetzt nun systemweit bis zu 5 Finger einzusetzen. Man sieht es da an der Liste. Man kann sich hier eine Liste von Gesten importieren lassen und jede dieser Geste macht etwas Spezielles. Also es gibt zum Beispiel die Swipe-Up-Geste, die sofort die Tastatur hereinholt und Swipe-Down wieder weg. Natürlich gibt es die einzelnen Dinge, die auch im Windows funktionieren, die werden auch weiterhin funktionieren. Also war dann ja zum Beispiel die Pinch-to-Zoom-Geste, das ist klarerweise in jedem Programm vorhanden. Ist aber auch sehr praktisch mit 3 Fingern zu arbeiten, da kann man nämlich das Fenster verziehen. Man muss da nicht immer oben auf die Taskleiste oder auf die Leiste oben hingehen und man kann somit ganz schnell das Fenster neu arrangieren. Mit 4 Punkten kann man zum Beispiel die Helligkeit, man sieht es da, beziehungsweise wenn ich links und rechts gehe, die Lautstärke verändern. Das ist sehr, sehr praktisch. Und 5 Fingern zeigen mir das Startmenü von Windows 8 an, beziehungsweise wenn ich 5 Finger auseinanderziehe, komme ich auf den Desktop. Also sehr, sehr sinnvolle Erweiterungen für die Touch-Gesten. Macht wirklich Spaß, mit dem zu arbeiten und würde mir wünschen, dass das Ganze auch auf Windows 9 kommt, damit eben die 10 Fingern wirklich einsetzbar sind. Danke fürs Zusehen, bis später.